Bürgermeister selber gemacht werden. Der Bürgermeister macht das sicherlich nicht. Der Bürgermeister stellt die Dorfinder draußen auf. Nein, der Wirtschaftsamt, das ist mir schon klar, dass der Bürgermeister da haben. Aber wir haben jetzt eine Diskussion, sondern wir haben jetzt eine Frage- und Antwortstunde, die darf Fragen stellen, ich beantworte sie. Und habe gesagt, ich kann sie jetzt in dem Umfang nicht beantworten. Ich habe gesagt, das ist eine Bearbeitung. Und das schnellstmöglich erledigt werden. Bitte nächste Frage. In der letzten Vergangenheit hat man in der Zeitung gelesen, dass die GKB die Gemeinde geklagt hat. Aktueller Stand? Am Donnerstag ist, glaube ich, die erste Verhandlung. Ich glaube, Donnerstag ist das, gell? Donnerstag gibt es die erste Tagesatzung. Und schauen, wie das dort verläuft. In Kreuzberg im Prinzip hat schon eine Verhandlung gegeben. Und da ist, glaube ich, angestrebt, dass die anderen Verfahren inzwischen unterbrochen werden, aufgrund der hohen Kosten, dass man sich Kreuzberg zuerst anschaut. Aber am Donnerstag gibt es eine Tagesatzung, was die Woche betrifft. So kann man mehr sagen. Sobald es passiert ist, wird es mit der Gemeinde auch gerichtet. Bitte. Frank? Bitte, gerne. Meine Frage zieht sich in die gleiche Richtung wie letztes Mal. Das heißt, es geht in Richtung mehr Transparenz der Politik von die Woche. Ja. Ich bin im Anschluss an die Gemeinderatssitzung, die letzte, von deren Bürgern gefragt worden, wieso denn nicht der Link für die Gemeinderatssitzung auf der Homepage ist. Sie haben zum Glück war es am letzten Dienstag die Gemeinde offen, das habe ich da anrufen können. Aber es war die Bitte, dass man die Termine der Gemeinderatssitzung rechtzeitig, das heißt, sobald sie bekannt sind, plus auch das, die Protokolle der öffentlichen Sitzung auf die Gemeinde anstellen. Gute Sache. Remo. Weitere Fragen? Ja. Muss ich schauen. Bitte. Lieber Frage zu dem. Zur wasserrechtlichen Verhandlung am Nachmittag war ich nicht mehr dabei, aber mir ist nochmal berichtet worden, dass bei dem Lokalaugenschein im Gemeindegebiet Haselsdorf auf der Hitzendorfer Straße ist es um ein Grundstück gegangen, das angeblich das Gemeindegebiet wechseln soll. Worum handelt es sich da genau? Wenn du mir sagst, um welches Grundstück es sich handelt, dann kann ich da weniger sagen. Es ist dort angesprochen worden, eben, dass ein Grundstück das Gemeindegebiet wechseln soll. Das ist gut mit dir diskutiert worden. In den letzten Tagen habe ich 140 Termine gehabt und ich sage, da sind sehr viele Dinge besprochen. Gibt es ein Grundstück, das das Gemeindegebiet wechseln soll? Von Haselsdorf? Kann ich jetzt sagen. Es sind viele Dinge besprochen. Bitte, nächste Frage. Okay, meine zweite Frage ist, in der Bürgerversammlung hast du den Gesamtschuldenstand der Gemeinde mit 1 Million ein bisschen drüber beziffert. In der Diskussion um die Ablösen haben wir immer wieder gehört, dass Geldmangel ein Problem ist. Und in der Sitzung vom 10.12. habe ich gefragt, ob du dir vorstellen kannst, künftig auf diesem Portal im Internet offener Haushalt die Schulden zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hast du gesagt, die Schulden liegen offen auf, man kann alles einsehen. Daher dich jetzt meine Frage, kannst du uns heute hier eine Zahl nennen, die alle Schulden mit den Beteiligungen der Gemeinde von 1%, wie es vorgesehen ist, nennen? Nur einen Schuldenstand gesamt. Danke. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Vizebürgermeister. Jetzt kann ich es nicht sagen. Von dem her. Ich habe noch eine Frage. Und Vizebürgermeister. Ja. In der SPÖ-Zeitung und vorn, der ist rausgekommen, kurz vor den Nationalratswahlen am Samstag, steht der Vizebürgermeister mit dem Vergleich der Farbenlehre die gesamte Opposition und deren Wähler ins rechte Eck und bezeichnet uns als braun. Meine Frage jetzt. Wird der Vizebürgermeister Ehrenerklärung abgeben, in der mich sämtliche Kolleginnen von Opposition und auch die Wähler eindeutig vom Vorwurf, Nazis zu sein, ausspricht? Also du für ein Blödsinn sagen wollte ich sagen. Da ist also irgendwelche Wähler letzten Endes als Nazis bezeichnen. Du entschuldigst dich nicht, du nimmst den Satz bitte genau. Du nimmst es nicht zurück. Du liest den Satz genau vor, der da drinnen steht. Ja. Das passt, das ist okay. Mhm. Dann fordere ich ganz normal den Vizebürgermeister zum Rücktritt. Genau. Gut. Weil sowas wie Sie hat bei uns nichts zum Suchen. Gibt es noch weitere Fragen?
das Duwert ist sowieso gestrichen, weil das Duwert von meiner Seite gibt es nicht die Leute respektiert. Und der Vizebürgermeister hat sämtliche Latten davon gebrochen. Ist der Diskussion. In Richtung Respekt genau, deswegen gibt es von meiner Seite die Sicherheit für den Vizebürgermeister kein Duwert. Das ist jetzt keine Diskussion. Das ist ja keine Diskussion, das ist nur eine Erklärung, das war innerhalb der Frage drin. Bitte, nächste Frage. Das ist nicht der einzige, der Transparenz. Der Voranschlag und auch der Rechnungsabschluss ist ja öffentlich zugänglich. Ja. Es haben viele Leute nicht die Möglichkeit, auf die Einsatz zu gehen. Die Frage kann beides auch auf die Und wenn es, wenn ich nur von euch gehe, dann stellst du das auch schon. Wenn rechtlich nichts dagegen steht, dann ist es gut. Bitte, nächste Frage. Gibt es noch Fragen? Ja, von meiner Seite her an den Kollegen Hebenreich. Ist das richtig, dass du einen Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hast? Einen Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt? Ja, das ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Okay. Ist es auch nicht richtig, dass trotz der Verfahrenseinstellung du einen Fortführungsantrag diesbezüglich gestellt hast? Jetzt das letzte Mal, das habe ich mit Herrn Bürgermeister durchdiskutiert. Da war ich extra bei ihm. Du kannst ja nicht drin. Das war mit ihm gegeben. Wir beides verneint. Ja, genau. Okay. Gut, dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Es gibt ein paar Änderungen zur Tagesordnung, wo auch die Provinzen von der ÖVP dabei sind. Im öffentlichen Bereich und nicht im öffentlichen Bereich ist das nicht ausgehört. Das wird sich ja nicht lesen können. Es geht jetzt darum, in der Vorstandssitzung haben wir es schon besprochen, dass wir die Tagesordnung erweitern im öffentlichen Bereich. Und zwar zum einen um den Punkt Veranstaltungshalle in Bock zum Umbau in Richtung eines barrierefreien Zugangs und einer barrierefreien Sanitäreinheit für den Zubau einer neuen Lagermöglichkeit. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir den Tagesordnungspunkt das Tagesordnungspunkt gerne aufnehmen, das ist immer Zeit der Zustimmung. Okay. Punkt 2 wäre Ökoenergiepark Libok, Zustimmung zum Projekt ohne Kostenbeteiligung der Marktgemeinde Libok und Absichtserklärung der Umwidmung von geeigneten Grundstücken für die geplanten Maßnahmen zu den umsatzbaren Schulungsraum Kainach der Auer, Wasserkraftwerk, Photovoltaikanlage, Kleininfertanlage, Waste and Energy Center, Biogasanlage, Biomassevergaser und kurz und Krebs Energieholz. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir diesen Tagesordnungspunkt aufnehmen, als Tagesordnungspunkt 12, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Tagesordnungspunkt 3 zur Leitung der ja, 13 ist es noch dann. Bürgerwünsche, ist ein Antrag von der ÖVP. Wenn Sie damit einverstanden sind. Da hätte ich gern, kann man da eine Abänderung der Reihenfolge beantworten? Ich hätte nämlich gern die Punkte 13, 14, 15 als Punkte 7, 8 und 9 auf der Tagesordnung. Ja, das ist nicht möglich, sage ich mal, weil das jetzt schon so vorgesehen ist. Das ist so wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir die Bürgerwünsche aufnehmen, und der Antrag von der ÖVP gekommen ist, da steht immer Zeichen der Zustimmung. Dann gibt es einen Tagesordnungspunkt 14 Hochwasserschutz, Antrag von der ÖVP. Allerdings sind da keine Unterlagen dabei gewesen. Und aus dem Grund stimme ich dafür, dass wir diesen Tagesordnungspunkt nicht aufnehmen. Müssen wir diesen Punkt heute nicht deswegen behandeln, weil wir in der letzten Sitzung am 10.12. gesagt haben, der Gemeinderatsbeschluss gilt bis heute. Ja. Müssten wir dann nicht heute einen finden? Und außerdem geht es mir bei dem Punkt vor allem darum, dass das letzte Mal in unseren Berechnungen am Rande festgehalten worden ist, dass die SPÖ, so wie es der Gernot ausgeschickt hat, die ganzen Zusatzpunkte, die gefordert waren von der Bauernschaft, mit okay gehen. Die haben wir aber das letzte Mal vergessen zu beschließen. Mit okay ist nichts gegangen. Es ist nur gestanden eben, dass das Ganze in der Wasserrechtsverhandlung abzuklären war.
Und das war heute bei den ganzen Beratungen der Fall, worauf die Grundlagen immer auch hingewiesen wurden, dass all diese Fragen, die sie haben wollten, die Bauernschaft, dass das bei der Wasserrechtsverhandlung abzuklären ist und dass das jetzt mit den Ablösungen und Entschädigungszahlungen nichts zu tun hat. Und aus dem Grund ist das obsolet. Und der Tagesordnungspunkt, sage ich mal, Hochwasserschutz wurde zur Gänze, sage ich mal, diskutiert und bedarf keiner weiteren Diskussion. Es sei denn, du stellst uns Informationen zur Verfügung, rechtzeitig, damit wir nachher darüber diskutieren können. Im Vorfeld schon. Ja, dann stimmen wir drüber. Also wer für den Tagesordnungspunkt ist, in die ÖVP verlangt Hochwasserschutz, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Abstimmung. So. Tagesordnungspunkt 15, Katastrophenfonds, Antrag von der ÖVP. Wir haben das letztens besprochen, wenn Sie damit einverstanden seid, dass wir den Tagesordnungspunkt aufnehmen, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Dann kommen wir zum nicht öffentlichen Teil, Tagesordnungspunkt 17 wäre es dann, Dienste mit der Marktgemeinde. Wenn Sie damit einverstanden seid, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Tagesordnungspunkt 18, Jugendbetreuung im Block. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Kannst du auch eine Unterlagen geben? Zum Punkt 18. Eine Jugendschule. Tun wir uns aber schwer, dann damit gehen. Jetzt noch fast bis zur nächsten Sitzung aufsetzen. Es hat eine Ausschusssitzung gegeben, wo ausführlich darüber informiert worden ist. Und das ist die Folge daraus, dass aufgrund der Ausschusssitzung dieser Tagesordnungspunkt aufgenommen wird. Also hat es eine einstimmige Meinung gegeben. Und aus dem Punkt, Hochwasserschutz haben wir lang und weit diskutiert. Alle dabei von der Gemeinde. Das heißt, sie sind alle informiert, ob es da geht. Also da müssen wir den Punkt auch nicht aufnehmen. Aber es sind nicht alle Gemeinderäte im Ausschuss drin, das möchte ich auch noch dazu sagen, weil es sind im Ausschuss der Kollege Breitecker und der Kollege Sorger nicht drin. Kollege Schätzer, Entschuldigung. Ich bin auch noch nicht Informationen dazu gesagt. Ich bin nur im Ausschuss drin. Beziehen den Antrag zurück. Gute Information gibt es noch das nächste Mal dafür, in diverser Klärerweise. Und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 19. Antrag zum Endekurschen gibt mit Kostenersatz. Dazu haben wir keine weiteren Informationen reinlegen können, aber wenn es damit einverstanden ist, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Kostenersatz von einem Gemeindevorstandsmitglied. Ja, das ist sicher interessant. Sind alle mit dabei? Ja, das ist sicher interessant. Gut. Das sind die zwei Punkte, die werden nicht abgenommen, Hochwasser und Jugendwasser. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Anträge zur Tagesordnung, bitte. Bitte. Wir sind ja schon schauen, was wir jetzt erledigt haben. Hochwasserschutz ist nicht oben. Katastrophenfonds ist oben. Okay, warte mal. Die Bürgerwünsche sind auch oben. Ja, ich habe jetzt noch den Antrag, dass wir den Punkt von der Tagesordnung Alt Nummer 11, das ist jetzt dann neu, der Punkt 16 wahrscheinlich, Marktgemeinde Lieburg, Orts- und Infrastruktur KG. Ich sage, es liegt alles offen da. Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum man die KG nicht in den öffentlichen Teil verschieben kann. Deswegen bitte ich darum, den Punkt, wo es um die Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG geht, in den öffentlichen Teil zu verlegen. Ich habe den Antrag von Stefan Pferd, wenn er damit einverstanden ist. Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenstimmen. Die Schulden können aus der Bevölkerung schließen, was wir Schulden haben. Gut. Gibt es noch was von deiner Seite? Was der Plan wissen? Ja, ich stelle noch einmal, weil das habe ich vorhin nicht als Antrag, sondern nur als Bitte formuliert, ich stelle den Antrag, den Punkt Katastrophenfonds
vor, den als Punkt 6 in der, auf Punkt 6 in der Tagesordnung zu ändern. Gut, jetzt ein anderer Pferd von Stefan, das natürlich anschaut, vom Stefan steht, bitte, sei ich dazu stimmen. Gegenstimme. Gut. Gibt's nochmal Stefan von deiner Seite? Danke. Gut, dann werden wir vom ersten Tagesordnungspunkt, Aufteilung des Jagdfahrtenprojektes 2013, wie jedes Jahr, kommt da schon eine Summe zusammen und mit dem Erlass der Bezirkshauptmannschaft Graz und Bede vom 15.04. 1986 betreffend der Aufteilung des Jagdfahrtenprojektes wurden die Dokumente darauf hingewiesen, dass das Jagdfahrtenprojekt in der 21. Absatz 1 der Stellung des Parlamentischen Jagdgesetzes in der Fassung Nummer 23/1986 und der Grundbelegung des Flächenausmaßes, der in das Gemeindejagdgebiet einzuzählen, mit Grundstücke vom Gemeinderat, also Grundbesitzer, aufzuteilen ist. Und wie jedes Jahr hat es den Antrag gegeben, dass wenn der Jagdfahrtschilling jetzt nicht abgeholt wird von den Grundeigentümern, dass das aber dann an die Bauernschaft überwiesen wird. Stellt daher den Antrag, der Gemeinderat möge den Aufteilungsentwurf des Jagdfahrtungsgesetzes 2013 in der vorliegenden Form beschließen und den Betrag von 2013 aufsetzen.